Hallo meine Lieben, der schnellste Kombi auf der Nürburgring-Nordschleife. Mein Name ist Karl-Lena Korsch und ich zeige euch heute den neuen M3 Touring. Kommen wir zu einem der wohl wichtigsten Elemente, wenn es darum geht, unsere treuen BMW-Fahrerinnen und Fahrer zu begeistern. Das Design. Die rahmenlose Doppelniere unterstreicht die Identität von BMW. Die breit gezogenen Scheinwerfer, welche in einer Linie bis ins Heck fließen, und die typischen M-Spiegel runden die Optik ab. Typische M-Felgen. Optional natürlich auch mit der Keramikbremse erhältlich. Man wollte die Türen vom Touring beibehalten, musste aber gleichzeitig die breite Achse vom M3 einfügen. Und so sind dann auch diese massiven Rathäuser entstanden. Und wer vielleicht das Concept Car kennt, der weiß, dass wir das genauso bereits vor 23 Jahren hatten, bei dem bis dato ersten und einzigen M3 auf Basis des E46. Egal für welche Farbe ihr euch entscheidet, das Dach bleibt immer schwarz. Mit dem serienmäßigen Gurney Flap, dem markanten Heckdiffusor, den ihr optional auch in Carbon haben könnt, mit dem Carbon Exterieur Paket, und die vier massiven Auspuffrohre unterstreichen erneut die Sportlichkeit des M3 Touring. Das bekannte und von so vielen Leuten geschätzte öffnende Heckfenster haben wir natürlich auch im M3 Touring. Mit 500 bzw. 1510 Litern bietet der M3 vollumfängliche Alltagstauglichkeit. Die Sitze können ganz einfach über die zwei Knöpfe in der Seitenverkleidung umgelegt werden. Kommt mal mit, ich zeige euch das Interieur des neuen M3 Touring. Intuitiv, fahrerorientiert, hochwertig. BMW halt. Verschiedene Individual- und Volllederausstattungen geben euch die Möglichkeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. In Kombination mit dem neuen, fahrerorientierten Curve-Display, verschiedenen Interieurleisten, wie jetzt hier in Carbonoptik, die sich vom Beifahrersitz bis hinüber zu mir ins Lenkrad zieht, und den bekannten M1 und M2 Shortcuts am Lenkrad begeistert das Fahrzeug auch im Innenraum. Die angesprochenen M1 und M2 Shortcuts am Lenkrad ermöglichen euch, das Fahrzeug innerhalb Sekunden vom braven Touring zum unzähmbaren M-Beast umzuschalten. Erwähnenswert ist natürlich auch die manuelle Schaltzeitpunktverstellung am Schalthebel. Angetrieben wird die Schönheit von einem High-Performance M-Twin Power Turbo 6-Zylinder-Motor. Der bietet 510 PS und schießt dich in 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Der intelligente Allradantrieb MX Drive in Kombination mit dem M-Sport-Differential bietet euch maximale Traktion, Agilität und Präzision. Ihr könnt wählen zwischen Allrad, Allrad-Sport, und im DSC-Off-Modus haltet euch fest, sogar Heckantrieb. Ganz einfach über den Bildschirm verstellbar. Der Preis startet bei 131.200 Schweizer Franken. Aufgrund der vielen Ausstattungsmöglichkeiten empfehle ich euch aber, vorbeizukommen, und wir konfigurieren gemeinsam dein Traum M3. Das Auto ist für jedermann, der die perfekte Kombination zwischen reinem Motorsportgehen und Alltagstauglichkeit sucht. Ein Fahrzeug mit einer traditionsreichen Geschichte, die ihre Geburtsstätte schlussendlich in München fand. Das Streben nach Perfektion und die unendliche Entschlossenheit der M GmbH sind auf jedem Kilometer spürbar.